Für Kommunisten ist immer Inhalt und Form. Es kann etwas formal ähnlich oder gleich sein, aber es kommt auf den Inhalt an. Baufällige Häuser im kapitalistischen Westen sind eindeutig ein Zeichen des Untergangs des Kapitalismus. Baufällige Häuser in der Sowjetunion sind ein Überbleibsel der früheren Vergangenheit, die es zu überwinden gilt. Erhöhung der Preise für Lebensmittel und Güter im Westen sei eindeutig eine Verschärfung der Ausbeutung der Arbeiterklasse. Erhöhung der Preise in der Sowjetunion ist eine wichtige volkswirtschaftliche Maßnahme für die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft. Man kann also nicht vergleichen, sondern es kommt auf den Inhalt an. Und diese Gedanken wurden einem dann in der Moskauer Karl-Liebknecht-Schule, eine der Schulen, die sowjetisch waren, hundertprozentig, aber alles auf Deutsch unterrichtet wurde, immer wieder nahegebracht.